zusammen. Ihr seht, wir sind immer noch bei der Firma Schlebach zu Gast. Im hinteren Bereich habe ich ein kleines Dachmodell gefunden. So können wir das, was wir in den vorherigen Videos einmal gesehen haben, einmal das Profilieren und auch den Draufpunktausschnitt einmal gleich in der Anwendung richtig sehen. Ich habe die Bahn schon vorbereitet. Wir haben die mit unserem Clipfix-Schrauber einmal befestigt, im oberen Bereich die Festhafter eingeschnitten, dass die Bahn nicht nach unten abrutschen können. Die Schieberhafter sind auch schon befestigt, die Falze im vorderen Bereich sind schon geschlossen und partiell ist der Falz auch alle halben Meter einmal kurz angedrückt, dass die Bahn nicht mehr wegfliegen kann. Und wir wollen euch jetzt zeigen, wie wir das mit der Falzmaschine, hier in dem Fall die Spider-Maschine von der Firma Schlebach, einmal zufahren kann. Du kannst ein klein wenig mehr über die Maschine sagen, Andreas, bitteschön. Ja, Heiko, wie schon gesagt, ist das der Spider. Der Spider läuft automatisch, beziehungsweise kann man ihn auch einzeln steuern. Ob ich jetzt von Hand, also nur wenn ich drücke, fährt er dann letztendlich auch. Aber wir werden es automatisch machen. Wir werden ihn unten ansetzen und bis oben laufen lassen. Er schaltet dann oben auch automatisch ab, fährt also nicht über den First rüber und fällt nicht hinten runter, muss aber trotzdem zusätzlich gesichert werden. Er hat dann hier solche Spannfedern, das werden wir dann gleich schauen, im hinteren Teil wird der Falz komplett geschlossen, vorne Winkelfalz. Ich kann mit der Maschine auch einen reinen Winkelfalz machen, wenn ich jetzt an der Fassade arbeite. Ich kann aber, wie gesagt, wahlweise. Im Lieferumfang sind auch andere Rollen noch dabei, wenn ich jetzt weicheres Material habe. Aber beim Zink ist ja recht unproblematisch. Da werden wir dann die Räume nutzen, die drauf sind. Ich habe zudem auch die Möglichkeit, eine Geschwindigkeit einzustellen. Also wenn ich jetzt langsamer falzen will, damit das Material mehr Zeit hat, auch zu fließen, könnte ich es auch langsamer machen. Aber wir fahren ruhig mal in der obersten Stufe. Genau. Ebenfalls interessant ist hier beim Spider, ich kann ihn dementsprechend auch noch hier entriegeln und kann ihn dann dementsprechend auch dann für Rundbogen, runde Scharen, Tonnengauben und solche Sachen benutzen. Aber wir fahren ja eine gerade Schare. Deshalb verriegeln wir es wieder schön und können dann loslegen. Bevor ich jetzt die Maschine rüber gebe zum Einsetzen, musst du noch gerade vor. Genau, wir müssen ja wie gewohnt den Falz hier ein klein wenig doppelt schließen im vorderen Bereich. Also die Maschine fährt immer nur in eine Richtung, da kommt es auf die Verlegerichtung an, ob die jetzt von unten nach oben fährt oder von oben nach unten. Das reicht doch schon. Also im Prinzip den Winkelfalz einmal etwas länger zumachen, sodass die Maschine dann auch angesetzt werden kann. Und dann auch den Doppelfalz ein klein wenig vordrücken. Jawohl, das reicht mir dann schon. Das sollte eigentlich schon reichen. Und jetzt kann der Andreas hier seine Maschine einmal ansetzen. Ich werde also den Winkelfalz im oberen Teil, hier habe ich im Prinzip meine Trennlinie, wo dann der Doppelfalz, der geschlossene Falz und der Winkelfalz ist, werde ich jetzt da ansetzen. So. Dann schließe ich meine Druckfedern. So, jetzt habe ich die Maschine eingesetzt, den Spider. Lass mal gerade locker, Martin. Also die ist jetzt auch verriegelt, also die hat jetzt genug Druck. Ganz wieder stramm halten. Jetzt muss ich nur noch den Knopf drücken und meine Falze werden geschlossen. So, Heiko, jetzt haben wir den Falz geschlossen mit dem Spider. Der Spider hat noch eine Besonderheit. Ich kann hier auch noch einen Schneidrollensatz einsetzen. So können wir dann auch den Falz nochmal aufschneiden in Sachen Sanierung oder Reparaturen. Kannst du also über die ganze Länge das Ganze nochmal aufschneiden.
Ja, das ist eine super Sache. Ihr seht, wie schnell die Maschine läuft. Ihr seht auch, wie sauber der Falz zugefahren ist. Wir gucken uns als nächstes den nächsten Falzautomat an. Das wäre die sogenannte Piccolo. Genau. Und der Andreas stellt uns jetzt die Piccolo einmal ein klein wenig näher vor. Bitte schön. Ja, der Piccolo ist der Vorgänger vom Spider. Also die erste Maschine, der erste Falzschließer. Ist auch von seiner Bauart etwas robuster mit dem geschlossenen Gehäuse. Ist natürlich eine Tagesanwendung, auch was Wetter angeht, ein bisschen unabhängiger. Und wie gesagt, auch robuster wie der Spider. Er hat natürlich jetzt diese Federn, die wir beim Spider zweimal haben, hat er nur einmal hier. Hier wird es dann nachher geschlossen, was dann auch wieder mein Drehpunkt ist, wenn wir vorgefalzt haben. Wir müssen auch hier wieder vorfalzen. Auch er kann Tonnengauben fahren. Da muss man nur halt eben etwas anders entriegeln. Ich muss einmal hier aufdrehen und muss diesen Stab entfernen. Und wenn ich den dann entfernt habe, kann ich die Neigung dementsprechend hier einstellen. Mit dem zweiten Dreher hier. So. Das ist im Großen und Ganzen ähnlich wie beim Spider. Beim Spider ist ein bisschen weiterentwickelt. Auch hier kann ich Schneidrollensatz einsetzen, falls ich nochmal eine Schare aufschneiden muss oder in der Sanierung oder Reparatur bin. Okay. Ja, Heiko, genau wie beim Spider müssen wir jetzt vorfalzen und dann setze ich die Maschine wieder an. Gut, dann machen wir das. Winkelfalz ist geschlossen, zumindest der vordere Bereich. Deswegen machen wir den hier noch ein klein wenig weiter zu. Und dann mit dem Doppelfalzschließer auch den Doppelfalz wieder ein klein wenig schließen. Das sollte schon reichen. Ja, geht hin so. Und dann können wir die Maschine schon ansetzen. Auch hier wieder, wie gesagt, der Drehpunkt. So, ich mache auch hier wieder ein Sicherungsseil dran. Habe jetzt gerade das Bein drunter stehen, das hält zwar auch schon, aber ich setze das Bein drunter, ich mache ein Sicherungsseil dran. Anders wie der Spider schaltet er oben nicht ab. Heißt also, ich laufe daneben. Okay. Mach den, du hast. So, da haben wir jetzt den Piccolo auch im Einsatz gesehen. Von der Handhabung auch relativ einfach. Ein Hebel umstellen. Natürlich muss man beachten, dass wir, wenn wir Winkelfalz zufahren müssen, einmal die dritte Rolle ausbauen müssen und die vierte ersetzen durch die Rolle, die im Lieferumfang mit drin ist. Und dann kann man problemlos auch den Winkelfalz zufahren. Einfach in der Anwendung, macht ein sauberes Ergebnis. Auf allemal besser als mit Hand. Geschlossen. Auf jeden Fall. So, das soll es gewesen sein von dieser Maschine. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Firma Schlebach steht euch mit Rat und Tat zur Seite. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.